auch seine Stimme gefallen. Keine Stimme mehr. Ich muss einmal von hier starten wahrscheinlich. Okay, neuer Versuch. Okay. Ja. Ich verstehe Mashallah. Ich glaube, das sagt er nicht. Ich habe die Stimme verloren. Ah, hier. Ja, hier ist Fenster. Jetzt, Kollege, geht nicht weiter. Will er mich zum Ofen führen? Wohnzimmer? Wait, what war das? Sehe ich gerade irgendwas? Achso, es tropft. Was? Sicher, Wohnzimmer? Der war gerade da hinten. Ich weiß nicht. Aber der, okay, der Raum riecht nach Leiche. Ich glaube aber, ich muss dem Kollegen erstmal hinterher. Kann er mich auch? Der war doch hier. Okay, genau zum Wandteppich. Ich höre auch sowas schlecht raus. Hab ich hier eine Stimme? Ja, ja, Stimme, Stimme. Wandteppich. Kann ich hier am Wandteppich irgendwas tun? Okay, was haben wir hier? Was ist das denn? Finger? Auge? Zähne? Buddy, geht's nicht gut. Kann ich? Hä? Soll ich jetzt einen Finger finden oder wie? An. Beim Essen. Er hat einen Fingerfood. Vielleicht ist da im Fingerfood auch ein Finger oder ein Auge oder wahlweise gibt es hier. Ach, Mann, ist das nicht ein Finger? Das ist so ein Finger. Aber die Augen auch hier drinnen? Warte mal, die Puppe. Die Puppe hat Augen. Da können wir die Augen klauen. Die Zähne weiß ich nicht. Vielleicht können wir die dem. Okay. Können wir ihm? Was braucht man noch sonst? Zähne? Können wir dir die Zähne klauen. Okay. Das war ein Hinweis, den ich verstehe. Ja, die Zange. War die nicht hier? Ach nee, die war im Wohnzimmer. Boah, verdammte Tür. Die hätte ich echt schon längst ausgehauen. Okay, dann nur noch die Frage, wie kommen wir in den anderen Raum wieder zur Puppe? Dann war hier die Zange. Oder? Da ist die Zange. Da, die Zange, okay. Nee, halt, warte, der war hier. Kollege war hier. Ah, nur. Ich würde sagen, nur ein Zahn, okay. Kann ich Klopapier mitnehmen? Zu ihm komme ich ja jetzt nicht mehr rein. Haben wir noch irgendwo anders Augen? Haben wir hier in der Suppe was schwimmen? Haben wir hier irgendwo. War hier nicht noch ein Stuhl drin? War denn der Stuhl, der sich jetzt vorkommst?
Wand. Es war nicht so smart, einfach reinzugehen und random zu gucken. Das ist eine Wand. Eine Wand gefunden. Ach, da. Schlüssel gefunden. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, das ist viel übersichtlicher. Weil da komme ich jetzt hier nicht rein. Wofür ist jetzt dieser Schlüssel? Was war hier verschlossen? Es war ja eigentlich nur das hier verschlossen, aber... Der wird ja das mit dem Schlüssel nicht aufschließen können. Er ist hier. Schrank in der Ach, da war noch ein Schrank in der Kammer! Stimmt, den habe ich ja ganz vergessen. Den habe ich ja ganz vergessen. Ah, okay. Wollte Schneider ist noch eine gute Idee. Okay. Warum jetzt Baby? Wieso müsst ihr mal Kinder mit reinziehen? Lass das doch einfach mal. Wo ist das Baby? Ist das ein Kühlschrank? Das ist auch nicht super. Ich gehe aber mal weiter und ignoriere das Baby. Ah ne, er ist das. Das ist nicht so schlimm. Ist okay. Ich mag ihn nicht besonders. So, jetzt wollen wir hier. Okay. What? Okay. Nimmst du den Zettel? He is strong in the dark. Also ist er stärker in der Dunkelheit. When you light up the rooms, you get me clear. Also wenn du die Lichter anmachst, wird er... Also wenn die Räume ausleuchtet, wird er schwacher. Dann kannst du raus. Das ist der Schlüssel für die Box unter der Wand. Unterm Dach? Wo ist eine Box unterm Dach? Jetzt nimm. Okay, wir müssen Lichter anmachen. Kann ich nicht. Es hieß, wir sollten Lichter anmachen. Okay, ich kann die. Au. Oh. Er hat einfach legit die Lampe einfach geklaut. Ja, gut. Oder Blutdruck. War da ein Dachboden? Eine Box, ne? Ah, da, guck mal. Du lebst da nicht gefunden. Aber nimm doch Kerzen mit. Okay. Was könnten wir nehmen? Kannst auch nichts wegziehen. Wenn einfach alles putsch schließt. Wenn man putsch schließt, dann kann man die ganze Brut abfackeln. Okay. Wo zum Ding her? Haben wir irgendwo Streichhölzer? Weil sehr viel Brennbares ist ja hier. Aber warum nur nicht funken? Ich brauche Richtung Bad und trinke Richtung Wohnung. Was? Wie Richtung Bad? Und Wohnung? Ne, Wohnung war hier. Ne, den meinst du nicht, den Raum? Oder das Bad? Dann höre ich mal auf. Boah, WTF. Warum? Kann ich jetzt gehen. Tschüss. Nee, warte mal. Ich war ja stärker. Ich sollte hier nicht Lichter machen. Mir ist hier auch kein. Ich klopfe einfach. Weil ich muss ja dann eigentlich erstmal Lichter machen. Der frisst mich ja sonst. Oder kann ich aber die. Egal. Wir werden es herausfinden. Hör mal, Nachbarn klopfen.
eingesperrt, haha. Du bleibst aber nicht eingesperrt. Okay, jetzt nur noch durch die Türen gehen, wo du keine Geräusche hörst. Okay. You need to listen. Du musst hören. Try again. Ich sehe nur eine Tür, da geht's hier noch weiter. Geht's runter? Muss ich jetzt zu den? Wo keine Geräusche sind, doch. Hier sind keine Geräusche, also ich höre keine Geräusche. You need to listen. Try again. Okay. Das war falsch. Bist du sicher, dass ich dahin gehe, wo es still ist und nicht wo es Krach ist? Ihr müsst mir auf Krach zulaufen. Und das hier?
Da hinten ist ein Schwein, da will ich nicht rein. Oh. Ist das die richtige Tür? Kann ich nicht irgendwas mitnehmen und den Hinterrücks erschlagen? Das wäre sehr freundlich. Kollege, muss ich zu dir? Ich kann hier in die andere Richtung nicht laufen. Bin ich einfach hinter dir? Ich habe kein Spiegelbild, du siehst mich nicht. Aber der hat ein Feuerzeug. Hier ist kein Lichtschalter. Aber ich brauche ja sein Feuerzeug. Kann ich ihm das einfach abnehmen? Ja, dann frisst er mich doch. Oder bist du dich selbst so... Du findest dich selbst so geil? Du interessierst dich nicht für mich. Okay. Das ist jetzt ungeil. Muss ich ja wieder hoch in die Bude. Kann ich nicht einfach die komplette Gebäudekomplex einfach anzünden? Ja, raus komme ich ja nicht. Ich fackel einfach alles ab, warte nur, bis ich Spiritus finde. Hallo! Okay. Aber die Türen sind jetzt alle laut. Egal, welche Tür ich nehme. Fahr mit. Ich weiß nicht, ob das nur hier ist. Aber ich habe ja Feuer. Dann entzünde ich ihn an. Aber dann muss ich wenigstens nicht hochlaufen. Wollen wir zusammenfahren? Sind wir Freunde? Etwas schleimig aus, Kollege. Hast du Sport gemacht und warst geschwitzt? Okay, fährt er immer noch? Ist er fertig mit Fahren? Bleibst anscheinend da. Okay. Der tut es einfach nur auf ganz anderen Wolken. Der hat irgendwas genommen. Dem ab. Ja, dann nimm mit. Oder hat er die schon hoch? Was? Die Kerze. Habe ich die? Muss ich jetzt noch mal eine nehmen? Okay, das ist ungünstig gemacht. Ah, so ein furchtbares Bild. Kann ich einfach irgendwo hinstellen? Ist ja vollkommen egal. Jetzt in jedem Raum so ein Ding hinstellen. Kannst du nicht einfach die ganze Kiste mitnehmen? Natürlich kannst du das nicht. Und natürlich passieren so komische Sachen. Kann ich jetzt wieder anzünden? Nee, die finde ich nie wieder. Okay, ich nehme eine neue Kerze.
Hier kann ich keine platzieren. Nur auf dem Boden oder so. Kann ich nicht hin. Okay, dann machen wir hier ein Spar. Hat er die jetzt ausgepustet? Lass die Kerzen gefälligst an. Ah, jetzt kann ich auch hier eine hinstellen. Wollte ich die ganze Zeit schon machen. Die ist an. Die ist an. Dann kriegt hier Kollege auch noch eine. Kann ich die auf irgendeinem Schoß stellen? Nee, ich stelle die zwischen die Beine. Ist auch okay. Das stört ihn nicht. Er merkt das nicht mehr. Dass er mir Oberschenkel abbrennt. Ist er schon wieder da? Der rote Mond ist da. Fahrstuhl ging ja nicht, also muss ich ihn laufen. Der Junge wurde vermisst. War hier raus? Nee, runter war raus. Ich bin ja wieder in der Hölle. Ende? Okay. Habe ich jetzt nicht so verstanden, aber ist okay. War ganz cool, aber gegen Ende wurde es ein bisschen nervig mit dem, wie irgendwas Komisches passiert. Aber ganz cool. Ich war auch ein bisschen verwirrt, was ich tun soll. Ende? Ja, Ende, oder kriegen wir Credits? Anscheinend nicht.